So, wir sind wieder da in Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel auf dem Himmelsgipfel. Im 9. Abschnitt jetzt von 10. Wir sind fast da. Ja, das letzte Mal haben wir das gleiche gemacht wie das Mal davor. Wir sind einfach hier hochgeklettert. Und ja, Shaman begleitet uns immer noch. Wollen wir doch mal sehen. Tja. Dazu gibt es irgendwie nichts zu sagen. Ja, schon wieder ein Ibitak. Natürlich wächst du es auf. Warum sollte man auch einen Gegner schlafen lassen? Ja, komm schon. Beweg dich. Gut. Es geht gerade recht schnell voran. Das finde ich gut. Ah, da ist Geld. Doch, Geld, was gerade so auf dem Weg liegt, nehme ich mal mit. Das Razafir nehme ich auch mal mit. Wow, 1000 Erfahrungspunkte. Razaf, nicht schlecht. Naja, wobei, Razaf ist ja auch im physischen Angriff sehr stark. Ansonsten geht so. Und wieder ein Level Up. Das ist sehr schön. Hier ist schon mal nicht. Da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Ja, sehr gut. Wo kommen wir hier raus? Da kommen wir raus. Wo kommen wir hier raus? Da. Wie Senior. Boom. Eins weniger. Oh, eine Box. Shiny Box. Oh mein Gott, die Box ist shiny. So wie Celebi. Weil Celebi... Bei Celebi bin ich mir sicher, dass es shiny war. Oh, ein Knogger. Das sieht man nicht so oft. Tja. Irgendwie habe ich gerade Probleme mit der Steuerung. Manchmal will er sich einfach nicht bewegen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Brick Break. Durchbruch. A Brick in the Wall. Wer das noch kennt, schön. Und wir sind schon auf der 9. Station. Sehr gut. Und auch hier ist natürlich wieder ein Kangama-Speicher. Ja, Team Fronty wird wohl schon vor uns sein. Irgendwas ist anders als das letzte Mal, dass er hier war. Also einfach weiter zur Spitze. Speichere ich nochmal? Och ja, ich speichere. Es leckt natürlich auch wieder. Großartig. Weiter geht's. Ah. Ja, das sieht auch sehr viel anders aus. Ne? Also jetzt... Wir hatten ja zuerst, dass es so etwas so, doch außer wie ein normaler Berg, sag ich mal. Dann kam diese Wiesengegend. Dann das Schnee, die Schneelandschaft. Und jetzt sind wir hier. Oh, was ist das denn? Ah, ein Sky Gift. Sehr gut. Send it to a friend. Ah. Also dafür brauchen wir wohl diesen Shaman Lieferservice, den es unten im Dorf gibt. Okay, dann werden wir den doch bestimmt mal ausprobieren. Also jetzt natürlich nicht sofort. Jetzt werden wir erstmal die Spitze hier suchen. Dafür brauchen wir eine Treppe, die bestimmt hier irgendwo ist. Nein, hier ist nur ein Ibitak. Du bist mir gerade im Weg, Ibitak. Wow, Kreuz macht Schaden. Naja, hätte man berechnen können, nicht wahr? Und weg. Mal sehen. Die Kreuz hat echt sehr viel Schaden gemacht. Ibitak, weg mit dir. Boah, super. Na, nee, für dich weiß ich, reicht wohl ein Facepalm. Wenn ich den treffen würde. Danke. Nocturne. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Und bei dir auch ins Gesicht. Aber ein bisschen fester. Okay. Ich hätte eigentlich mal nachgucken können, wie viele Ebenen das immer sind, weil wir haben, glaube ich, immer nur so... Das war irgendwie zu erwarten. Es waren immer nur so 4, 5 Ebenen, bis wir an der nächsten Zwischenstation waren, oder? Ich hätte gesagt, das könnten ja vielleicht beim letzten Mal ein paar mehr sein. Hier haben wir noch einen Verteidigungsschal. Ein Ninja-Tom! Das haben wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Tot.
Ja, das ist natürlich das Interessante an Ninja Tom, es bringt auch kaum Erfahrung, weil es so leicht zu besiegen ist in der Theorie. Das gefällt mir gerade gar nicht, dass ich so viel Schaden genommen habe, aber Nils kriegt ein Level-Up. Ja, man merkt schon, unsere Werte steigen mittlerweile, da wir ja auch schon relativ hohes Level haben, nur noch langsam. Ein bisschen schade, wie ich finde, aber okay, und da ist schon wieder ein Knogger. Ich mag Knogger irgendwie, ich mag sehr viele Pokémon. Sehr viele. Bei manchen weiß ich einfach nicht, was ich damit anfangen soll. Aber gut. Und wir sind schon auf der Spitze, sehr gut. Die Spitze, oh, sieht ja mal nicht so schön aus. Das ist furchtbar. All dies ist passiert, während Shaman so lange weg war. Breloom. Sieht aus, als wäre jemand anders zuerst hier gewesen. Ah. Hä? Achso, ja, das ist die Spitze. Nein, das ist... Icky, Sticky, Grimmy, Slimmy? Was? Wir lieben Dreck und Schleim. Ja, das klingt genau nach dem Pokémon, was ich erwartet habe. Nämlich ein Slimog. Oder eher gesagt, drei Slimogs mit einem Haufen Slimers. Grimer and Muck. Geht zurück dahin, wo ihr herkommt. Ich glaube, da haben die keine Lust zu. Ja? Ja, wir, alles, was sauber ist, werden die schon wegmachen. Ah, also müssen wir sie besiegen. Wie immer. Shaman, wenn du es mir nicht übel nimmst. Genau, kämpfe ich vorne. Mein Plan sieht folgendermaßen aus. Ich werde erstmal versuchen, dieses zu verwirren. Sweet Sand. Hey, das ist gut! Jetzt endlich mal eine vernünftige Verwendung für Lockduft. Weil, wenn die Gegner uns nicht mehr so leicht... Das ist ja scheiße. Also wenn wir öfters treffen, habe ich nochmal einen sehr großen Vorteil hier. Und ja, komm schon. Das mal sehen. Wir können jetzt... Was können wir jetzt noch machen? Ich hatte gerade Ärger mit der Fähigkeit Duftnote vom Gegner. Dürfte ich gerade mal wieder an der Reihe sein? Danke. Ja genau, wir können nichts mehr machen. Außer das... Was? Bitte, was war das für ein Angriff? Ja, das sieht doch gar nicht mal so schön aus. Ja, Uppercut ist, glaube ich, himmellieb. Hä, die können uns alle durch die Gegend schleudern und, oh, er ist schon fertig, das ist gut. Ja, die Gegner stinken so sehr, dass wir gerade gar nicht angreifen können. Ja, komm schon. Ganz toll. Ah, ich bin wieder da und gut. Wartet mal kurz eine Sekunde. Gut, ich bin wieder da. Entschuldigung für irgendeine Unterbrechung. Oh, ich kann wieder agieren. Das ist schön. Und eins weniger. Ja, ich muss sagen, wir haben gerade eigentlich nur einen... Ja, mittlerweile gar keinen Vorteil mehr. Aber es sieht noch gerade ganz okay aus. Ich würde mal sagen, dir schmeiße ich einfach was an den Kopf. Ich habe so viele Wurf-Items, das glaubt man ja gar nicht. Oh. Würde ich mal sagen. Ah. Aber Shaman geht gleich drauf. Ja komm, ich habe so viele Sinelbeeren, da muss ich kein... Oh, Nils auch. Aber Nils ist gerade nicht gerade unbedingt in Angriffsreichweite, also nur bedingt. Ja, wir haben jedenfalls gerade so viele Sinelbeeren, da muss ich keinen Belebersam opfern. So, dann noch eine Sinelbeere für Nils, der hält sich auch mal. Sehr gut. Lass mich raten, was jetzt passiert. Oh, das ist gut. Ich habe gerade sehr wenig Überblick, muss ich mal so sagen. Ich habe gerade sehr, sehr wenig Überblick. So, du kannst sowieso nur mich angreifen. Also bin ich dein Gegner. Das macht ja mal gar keinen Schaden.
Ja, das ist ja mal ganz doof. Wenigstens hilft Karpilz uns. Und ich mag Karpilz, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich mag Karpilz halt. So, was haben wir jetzt noch? Haben wir noch zwei von diesen Drecksviechern? Kann das nicht langsam mal mehr Schaden machen? Und das Katz hat, ich glaube, mal wieder keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. So, da ist wieder einer weggegangen gerade. Also bleibst du noch über. Mist. Ach komm, noch drei Gegner. Wir sind so in der Überzahl. Das sollten wir wohl hinkriegen, oder? Na, ich sehe aber gerade, dass Maschok wahrscheinlich nicht überleben wird. Das sieht gerade mal ziemlich beschissen aus. Komm schon. Jetzt komm schon. Danke. Ach, das sieht gerade echt nicht gut aus. Aber wir haben nur noch einen Gegner. Und der steht hier vor mir. Der lebt immer noch. Was? Ach Mist, das ist mein Belebersam, der jetzt draufgegangen ist. Geh weg, Slimog. Ich hatte gehofft, das ohne Verluste durchstehen zu können. Moment mal, das kann doch gerade irgendwie mit der Zeit nicht hinkommen. Es kommt aber hin. Warum kommt das hin? Ach, was soll's. Ja, sie sind zu stark. Seid ihr wieder bei Verstand? Hä? Oh, Shaman. Ja, was ist hier passiert, seit ich gegangen bin? Ihr wisst, dass es nicht euer Zuhause ist. Es ist so dreckig. Ja, es ist natürlich ihr Zuhause, wenn es so dreckig und schleimig ist. Und weil so lange halt keiner hier war. Ja, das hier ist die Spitze des Berges. Ja. Ja, die sollen jetzt gehen, damit die Spitze wieder ein bisschen hergerichtet werden kann. Weil, naja, es ist natürlich schwierig, einen Sumpf zu entschleimen, sag ich mal. Wenn man dort Slimers hat. Ja, die sehen es jetzt ein und sagen sich, gut, wir verziehen uns. Wie schön. Hm. Ja, wir müssen diesen Ort säubern. Und wie? Ja, wie könnte es möglich sein? Okay. Okay, Shaman haben jetzt die Fähigkeit, Land zu säubern, angeblich. Dem solchen Dreck zu absorbieren. Ist mir neu, für sowas kannte ich immer nur Celebi, dass das die Natur halt wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen konnte. Was war das? Oh, sieht doch schon viel besser aus. Wow. Ja, das denke ich mir auch. Sieht doch echt schön aus. So soll die Spitze wohl wirklich aussehen. Ja, das ist wirklich schön. Eine Blumenwiese. Ja, das ist die Spitze des Himmelsgipfels. Sozusagen der Gipfel vom Gipfel. Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute auch, dass der Frühlingspfad in der Diamant-Perl-Platin so ähnlich aussieht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich war nie dort. Ich habe zwar, glaube ich, ein gecheatetes Shaman auf irgendeiner Edition da. Woher ich das habe? Keine Ahnung. Aber ich habe auch irgendwo da einen Arceus. Und Arceus ist genauso ein Event-Pokémon, nur dass das Item dafür nie verteilt wurde. Also jedes Mal, wenn ihr einen Arceus seht, es wurde gecheatet. Ja, schön, dass wir diesen Berg hochgeklettert sind. Ich meine, sieht doch echt nice aus. Muss man ja mal sagen. Ja, schön, dass du uns hierher gebracht hast. Ja, hat ihm auch Spaß gemacht. Okay, dann ist ja gut. Ja.
Wir genießen die Aussicht, so viel stimmt schon mal. Also sollen wir wieder nach unten gehen? Ja, können wir machen. Zurückgehen. Ja, wir haben nicht daran gedacht, wie man wieder nach unten kommt. Also Shaman bringt uns jetzt irgendwie wieder nach unten. Ja, die Grazieda. Genauso wie ich es gesagt hatte. Spezielles Item. Wenn Shaman so ein Item trägt, verwandelt er sich zur Zenitform. Ich glaube, die ist Zenitform. Ja, und dann... Ja, Formwandler. Jetzt haben wir ein Pokémon vom Typ Pflanzeflug. Und demnach würde ich jetzt mal vermuten, es fliegt uns wieder nach unten oder sowas. Ja. In dieser Form kann es fliegen. Na, fliegen macht Spaß. Ich habe gerade nur einen weißen und jetzt einen schwarzen Screen. Und so hat Team Sky erfolgreich diesen Berg erkundet und ist mit Shaman dann wieder zurückgekehrt. Am gleichen Abend sind sie zum Pandir-Café zurückgekehrt. Okay. Ja, und haben diskutiert, was sie da erkundet haben. Am nächsten Tag wachen wir wie immer bei uns auf. Oh, Kater von der Saufkur letzte Nacht. Nicht gut. Hoffentlich doch nicht. Wir brauchen euch jetzt hier wieder. Ach, jetzt habe ich natürlich wieder übersprungen den Text, ich Idiot. Erkunden macht Spaß. Ja, eigentlich schon. Das Spiel ist echt lustig. Also wieder Spaß haben heute. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon wieder eine Nachricht vom Erkundungsteamverband. Ach, genau, ja. Ja, Sky Jukebox, also eine Musikbox, an der wir uns jetzt die Lieder anhören können aus diesem Spiel, wie ich das richtig verstanden habe. Ist schon bekannt, auch aus vielen Mario-Spielen, glaube ich. Soundtest oder sowas hieß es da immer. Damit man halt nochmal alle Lieder hören konnte und... Ne, hier ist auch nicht der Fall. Gut. Ist die jetzt hier im Café? Oder? Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst, deswegen... Ja, Hundemann will jetzt, dass wir ihn eskortieren auf der Nullinsel bis Ebene 34, ja? Vergiss es, ich betrete die Nullinsel erst, wenn ich besoffen bin. Und das wird nie der Fall sein. Also, nicht, dass ich mich nicht betrinken könnte, aber ich werde sicherlich nicht besoffen aufnehmen. So, wir können jetzt natürlich auch immer zum Shamendorf, wenn wir wollen. Und wenn wir jetzt nochmal ins Shamendorf gehen und den gesamten Berg erklimmen... Zumindest glaube ich, dass es so war. Müssten wir... Ja. Wenn wir das nochmal jetzt den gesamten Berg hochklettern, müssten wir auf der Spitze wieder ein Shaman treffen. Und dieses Shaman wird sich dann unserem Team anschließen. Also das werde ich vielleicht sogar machen. Mal eben sehen. Ah genau, wir können jetzt hier verschiedenen Leuten... dieses Item schicken. Nils auch. Dem Gildenmeister. Ich schicke es einfach mal dem Gildenmeister, weil ich Knuddeluff geil finde. Und wir haben ja so ein Sky Gift. Also habe ich das noch was? Nee, erstmal nicht. Tja. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten wir eigentlich... Ich habe mal gelesen, glaube ich, dass man hier unten so eine Grazieda erhalten kann. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür einen Shaman im Team. Moment mal eben. Wir können Palim herrufen. Okay, gut zu wissen. War nur noch mal eben zum Gucken. Zurück nach Schatzstadt? Ja. Gehen wir mal eben zum Gildenmeister. Ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in der Gilde.
Auch weil ich mir die Schneiderarbeit sparen wollte, weil ich dann immer das Bild wieder einblenden muss. Ach komm, gucken wir mal kurz die Aufträge nach. Naja. Ist eigentlich auch gerade egal. Ich habe ja noch einen Auftrag auf jeden Fall. Deswegen ist mir gerade mal völlig egal, was hier steht. Ich möchte mal mit dem Gildenmeister sprechen. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt schon irgendwie was stehen würde, von wegen des Geschenkes angekommen. Ja, gut. Er gratuliert uns nur nochmal zur bestandenen Abschlussprüfung und der Part ist vorbei. Ja, dann werde ich jetzt offscreen wohl nochmal die ganzen Items überprüfen. Wir hatten ja... ich werde ein paar Items lagern, ein paar Items vielleicht wieder abholen, das ganze Geld mal einlagern, vielleicht noch was kaufen und vor allem die ganzen Boxen öffnen, die wir jetzt hier haben. Also beim nächsten Mal sehen wir uns hier vermutlich irgendwo in Schatzstadt oder in der Kreuzung. Ich weiß noch nicht, wo ich dann stehen werde. Und werden dann noch einen Auftrag haben, ja, glaube ich noch. Genau, hier. Den Midnight Forest erkunden, den Mitternachtswald. Mal sehen, wie das läuft, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.